Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist und zurückgekommen bist. Heute wieder Marketing Reloaded. Ihr wisst, wir haben hier einen kleinen Kurs mit 6 Modulen und in diesen Modulen wollen wir uns das Basiswissen für erfolgreiches Online-Marketing aneignen. Und ihr wisst, ihr kennt mein Credo, weil oft erzählt. Ich als Professor an der Hochschule und an der Universität, ich gehe davon aus, dass man Online-Marketing eigentlich nur dann gut betreiben kann, wenn man die Basis, also das Marketing beherrscht und hier die Spielregeln auch spielen kann, weil man dann, wenn man das weiß, natürlich ein viel besserer Marketer, Online-Marketer sein wird. Unsere 6 Module, ich wiederhole es noch für die, die einfach jetzt mal fremd einsteigen und noch nicht im Kurs von Anfang an dabei waren. Das heißt, das erste war der Überblick, dann kam die Makroumwelt, die sogenannte amerikanische Pestanalyse, dann die Mikroumwelt, in der wir uns jetzt gerade noch befinden, dann die Strategie. Dann der Marketing-Mix online und offline und dann eben der Kommunikationsmix auch wieder online und offline. Heute eine kurze Session, wirklich eine kurze Session. Immer noch im Thema Markt. Wir sind jetzt in 3.7 angekommen. Marktanalyse der Mikroumwelt, hier den Markt. Und heute haben wir das Thema Motivforschung. Ihr wisst ja, in dem Modul davor haben wir versucht, über die Segmentierung herauszufinden, was haben wir denn eigentlich für Zielsegmente auf unserem Spielfeld, auf unserem neuen, von uns abgesteckten, relevanten Markt, auf dieser relevanten digitalen Spielwiese und haben dann eben versucht, neben der Segmentierung zu überlegen, haben wir eine einzige Gruppe, mit der wir uns beschäftigen müssen, oder sind unsere Zielsegmente so unterschiedlich, dass wir eigene Segmente für sie bilden müssen, um sie dann eben unterschiedlich ansprechen und mit ihnen einen unterschiedlichen Dialog führen zu können oder führen zu müssen. Jetzt kommen wir natürlich dann zu dem Thema, was sind Motive, wie bewegen sich Motive, was verstehen wir unter Motiven. Auch hier wird es dann eine kleine Session geben dazu. Heute einfach mal so das erste praktische Anwendungsbeispiel wieder für euch. Wie könnte ich denn in der Motivforschung ad hoc an die Ergebnisse, an die Wünsche und Bedürfnisse und vor allem Fragen meiner Zielpersonen heranzukommen? Also was ich euch vorstellen möchte, ist eine Ad-Hoc-Methode, die ich sehr oft mit meinem Freund Professor Dr. Siegfried Vögele, der die Dialogmethode erfunden hat, angewendet habe und mit ihm auch oft gemacht habe. Das möchte ich euch heute kurz zeigen, weil es eigentlich ein schönes Praxisbeispiel ist, wie man vorgehen kann, wenn man nicht unbedingt eine Marktforschung machen kann, weil eben momentan vielleicht kein Geld oder keine Zeit vorhanden ist. Also, ihr habt hier den Anbieter, das ist vielleicht der Verkäufer, und ihr habt die potenzielle Kundin, das ist der Käufer. Und wenn wir uns jetzt diesen Dialog anschauen oder diese Kommunikation, dann kann dieser Erfolgsfolg, der, dieser, dieser Dialog natürlich nur dann erfolgreich sein, wenn du als Anbieter deine Zielpersonen kennst und wenn du weißt, welche Fragen stellen sie denn eigentlich? Weil nur wenn du weißt, welche Fragen sie stellen, kannst du auch die richtigen Antworten geben. Ja? Also, um einen erfolgreichen Dialog mit deinen potenziellen Kunden und Kundinnen zu führen, ist es wichtig, dass du die möglichen Fragen dieser Zielpersonen kennst und dass du sie auch beantwortest. Ganz gleich, ob das jetzt im echten Gespräch ist oder wie wir später sehen werden, in unterschiedlichen Ersatzgesprächen, die du dann vielleicht über eine Webseite, über einen Newsletter oder eben auch über eine Anzeige oder eine Landingpage mit deiner Zielgruppe oder mit deinen Bedarfsgruppen führst. Ja, also, du musst die Fragen dieser Menschen kennen. So, wie gehst du da am besten jetzt vor? Natürlich, Marktforschung wäre super, aber wie gesagt, steht aktuell keine Zeit oder kein Budget für eine echte Marktforschung zur Verfügung. Dann kannst du immer noch mittels dieser Ad-Hoc-Methode von Professor Vögele mit deinen eigenen Mitarbeitern und Mitarbeitern, vielleicht in einem kleinen Workshop, an die bisherigen Fragen deiner Kunden herankommen und diese so qualifizieren und auch ein bisschen einteilen. Okay, also wie machst du das? Am besten ist, für diese Ad-Hoc-Methode, du holst dir alle Mitarbeiter aus deinem Unternehmen, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Kundenkontakt haben, also die echten
Kundenkontakt haben. Und mit denen machst du einen Workshop. Also ich denke, der Zeitaufwand für das, was ich dir jetzt hier zeige, das könntest du gut und gerne an einem Vormittag oder vielleicht an einem ganzen Tag, wenn du die Wettbewerberbeobachtung auch noch mit einbeziehst, brauchst du also ungefähr im Unternehmen mit deinen Mitarbeitern einen Tag. Natürlich kann ich das gerne auch für dich moderieren und wir können das gemeinsam durchführen, aber es ist eigentlich sehr einfach und man kann das eben auch selber machen. Also, merkt ihr das? Ja, steht aktuell keine Zeit oder kein Budget für eine echte Marktforschung zur Verfügung, kannst du dieses Spiel betreiben, um eben an die Fragen deiner Kunden heranzukommen. Okay, wie machst du das? Gehen wir jetzt mal in die Umsetzung. Also du besorgst dir eigentlich einfach nur eine Metaplanwand und jetzt machst du in diesem halben Tag Workshop oder den ganzen Tag, lässt du jetzt als erste Aufgabenstellung, sammelst du mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die Kundenkontakt haben, sammelst du jetzt einfach mal alle Fragen und sagst, welche Fragen stellen denn die Kunden bei euch im Verkaufsgespräch, in der Information, im Service, am Telefon, am Meckertelefon? Was kommt da rein? Worüber regen sich die Leute auf? Was wird eigentlich kommuniziert? Und welche Fragen könnt ihr denn aus diesen Dialogen herauslesen? Und wie gesagt, es müssen nicht immer nur positive oder nicht immer nur negative Dialoge sein, sondern alles, was gefühlsmäßig deine Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, praktisch sammeln. Also sammelt all diese Dinge an einer Metaplanwand. Jeder soll Punkte aufschreiben und dann nehmt ihr einfach diese Punkte und klebt sie oder pickt sie euch an diese Metaplanwand. Der nächste Schritt ist dann, nachdem ihr alles auf dieser Metaplanwand aufgezeichnet habt, versucht ihr das jetzt mal zu kategorisieren. Ja, welche Fragen waren denn das? Und ihr tut die Fragen zusammen, die in einer gleichen Gattung sind, die ihr in eine gleiche Kategorie, die ihr in eine gleiche Schublade stecken könnt und sagt, naja, das ist zwar alles unterschiedlich ausgedrückt, aber eigentlich gehört es hierher und es gehört zusammen. Die meinen das Gleiche, die meinen auch in ihren Rezessionen, die meinen auch das, was sie uns am Telefon sagen, was der gesagt hat und was der gesagt hat, das gehört eigentlich in ein Töpfchen. Also ihr bildet Kategorien, ja, Fragenkategorien und sagt, also die Fragen, die wir jetzt gefunden haben, die wir gesammelt haben, manche sind gleich und die gleichen kommen in unterschiedliche Cluster, in unterschiedliche Töpfchen. Okay, nächster Schritt. Jetzt versucht ihr einmal, diese Kategorien zu benennen und versucht auch gleich bei diesem Schritt mal zu sagen, was sind denn eher Grundfragen? Also Grundfragen meint, was stellen die Leute für Fragen, ganz gleich, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung ist, was sind so Grundfragen? Und dann eben noch, was sind spezielle Produktfragen, die natürlich unterschiedlich sein können. Das heißt, die Grundfragen werden sich in vielen Fällen auch bei unterschiedlichen Produkten stellen. Die werden gefragt, nur die Produktfragen sind natürlich unterschiedlich, weil es um unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen geht. Also da habe ich mich verschrieben, Entschuldigung, das heißt nicht Produkttragen, sondern Produktfragen. Mea culpa, Entschuldigung. Also, ihr teilt das ein und sammelt dann und sagt zum Beispiel, naja, Grundfragen, die stellen, sind zum Beispiel, was habe ich davon? Grundfragen sind, was kann das Produkt, was kann die Dienstleistung? Eine Grundfrage ist, wer beweist mir, dass das Produkt das kann? Behaupten kann ja jeder was. Was ist the reason to believe? Wer beweist mir das? Warum genau dieses Produkt? Dahinter steckt dann später der USP, der einzigartige Verkaufsvorteil. Warum soll ich jetzt genau das Produkt kaufen? Warum nicht das der Konkurrenz? Was kostet das überhaupt? Und so weiter und so weiter. Sollen ja nur Beispiele sein. Also ihr sammelt viele Fragen und trennt dann diese Fragen, nachdem ihr sie in Töpfchen sortiert habt, einmal in Grundfragen und dann in Produktfragen. Also wie funktioniert das genau? Ist dieses Produkt hier gefährlich? Gibt es eine Garantie? Wie lange ist die Laufzeit? Wie lange kann ich das bedienen? Gibt es Betriebserlaubnis? Etc. etc. Ist es überhaupt finanzierbar für mich, dieses Produkt? Steht überhaupt eine Finanzierung für dieses Produkt? Und wann ist es lieferbar? Und so weiter und so fort. Also ihr habt jetzt sehr viel gesammelt und habt eingeteilt in Grundfragen und Produktfragen. Dann übernehmt ihr dieses Bild und macht euch eine Tabelle, eine Metaplanwand oder ab dem Zeitpunkt wird sich eine Excel-Tabelle dann auch anbieten, dass ihr untereinander schreibt und sagt, was sind denn jetzt die bisherigen Fragen unserer Kunden, vielleicht getrennt nach Grundfragen und nach Produktfragen.
Und die wichtigsten oder all die, die genannt wurden, schreibt ihr jetzt in diese Spalte unter dem Punkt bisherige Fragen unserer Kunden. Und jetzt geht ihr in eure Werbemittel. Und das ist ein sehr, sehr heilsamer Prozess. Auch wenn diese Ad-Hoc-Methode eigentlich sehr einfach gestrickt ist, hat sie aber enorme Wirkungen. Weil ich habe dir am Anfang gesagt, versuch, diese Gruppe heterogen zu besetzen. All die Menschen, die Kontakt mit dem Kunden haben. Das ist die Person am Telefon. Das ist derjenige, der auch am Meckertelefon sitzt. Das ist derjenige, der die Beschwerden entgegennimmt. Das sind Mitarbeiter aus dem Service Management. Das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Beschwerdeabteilung. Das sind Leute, die im Verkauf stehen. Das sind Berater und so weiter und so weiter. Also versuch jetzt mit diesem Team die eigenen Werbemittel durchzugehen, die Prospekte, die Kataloge, die Verkaufsstories, die der Außendienst, die der Key-Accounter mitnimmt, das, was der Key-Accounter im Verkaufsgespräch berichtet, das, was eure Webseite erzählt als Ersatzgespräch, das, was euer Newsletter berichtet als Ersatzgespräch, das, was eure Landingpages sprechen als Ersatzgespräche und so weiter. Legt das alles hin, blättert es auf und versucht einfach dann, ja, diese Werbemittel online wie offline zu überprüfen, ob ihr wirklich auch Antworten gebt, aktuell, jetzt, bisher, auf diese bisherigen aktuellen Fragen eurer Kunden. Ja? Denkt dran, Fragen sind Beweggründe und resultieren auf Motivschieflagen, wie wir später noch sehen werden. Also lern auch zwischen den Zeilen zu lesen, was meinen und wollen die Leute, wenn sie solche Fragen an uns stellen. Okay? Also, jetzt überprüfst die Frage Nummer 1, beantworten wir sie, ja oder nein? Ja, wir beantworten sie. Frage Nummer 2, ja, wir beantworten sie. Wir beantworten sie und trennt danach. Wir beantworten sie im Internet, ja, aber wir beantworten sie nicht in den Prospekten oder umgekehrt. Und so geht ihr all die Fragen durch und versucht mal sehr, sehr selbstkritisch zu beleuchten und wirklich rausstreichen, unterstreichen, anschauen, wo gehen wir auf diese Beweggründe, auf die Fragen dieser Kunden ein. Tun wir das überhaupt? Und da habt ihr dann schon einen schönen Überblick, wie gut euer Dialog eigentlich aufgestellt ist und wie gut ihr in diesem Dialog Kompetenz beweist und euren potenziellen Kunden oder euren Kunden auch wirklich die Fragen beantwortet. Wenn ihr das geschafft habt, nehmt ihr euch eine weitere Spalte vor und jetzt guckt ihr auf die Webseiten eurer Wettbewerber. Ihr schaut die Werbematerialien eurer Wettbewerber an. Ihr könnt an dieser Stelle, wenn ihr gut seid, könnt ihr auch die Keywords, die Terme anschauen. Was verwenden denn die Wettbewerber? Welche Schlüsselbegriffe? Welche Antworten geben sie denn? Beantworten sie die da vorne gestellten Fragen? Also das, was ich jetzt in Gelb, Orange, Grün, Blau, sind die Fragen, die wir beantworten und nicht beantworten. Was passiert denn da bei dem Wettbewerber? Und schaut euch die größten Wettbewerber an, macht einen Mittelwert und guckt es euch an und schaut, ob die Fragen der Wettbewerber eigentlich beantwortet. Und solltet ihr feststellen, dass der Wettbewerber die Antwort nicht gibt, dann ist es eine Möglichkeit für euch, jetzt in der Optimierung hineinzugrätschen und genau diese Dinge eben aufzugreifen, weil der Wettbewerber wird wahrscheinlich genauso wie ihr viele Fragen nicht beantworten, viele Fragen auch gar keine Achtung schenken und deswegen dann eben auch hier verlieren. Ja? Also die kreative Herausforderung, ich wiederhole es nochmal, finde neue Antworten. Also das ganze Spiel machen wir nur dann, um einmal den Ist-Zustand festzustellen. Ja, was fragen die potenziellen Bedarfsträger? Was fragt die Bedürfnisgruppe? Geben wir hier Antworten? Kommen wir in einen guten Dialog? Und letztlich dreht sich es ja immer um die Frage, so wie ich es hier hingeschrieben habe, warum sollen die Kunden bei dir kaufen und nicht bei der Konkurrenz? Naja, das ist klar, wenn du bessere Antworten gibst, wenn du glaubwürdigere Antworten gibst, wenn du ihnen ihre Fragen besser beantwortest als alle anderen, dann bist du natürlich derjenige, bei dem letztendlich dann gekauft, geordert oder mit dem kommuniziert wird. Okay, ja, also ihr habt dann oder du hast dann die bisherigen Fragen der Kunden, du hast deine eigenen Antworten aufskizziert, wo da die Lücken sind, erkannt, du hast die Antworten der Wettbewerber jetzt geprüft
Und dein nächster kreativer Schritt ist also, du musst neue Antworten finden. Und das ist dann eben die Optimierungsphase, in die du gehst. Um das Ganze plastisch zu machen, zeige ich euch mal, wir haben für ein Sportzentrum, ein recht großes Sportzentrum, haben wir auch mal mit der gleichen Ad-Hoc-Methode uns überlegt, was sind denn die bisherigen Fragen der Zielgruppe? Und wir haben hier festgestellt, dass die Fragen eigentlich immer die gleichen sind bei einem Fitnesscenter. Und die wichtigsten Fragen haben wir uns mal rausgegriffen. Das war natürlich immer der Preis. Das ist die Grundfrage, was kostet dieses Studio? Und die Produktfrage, die wichtigste von vielen, vielen anderen, war die Vertragsdauer. Also wie lange binde ich mich denn? Und wie ihr seht, sind da alle fast gleich gelegen. Und die neue Antwort, die wir uns einfach mal testweise, das, was wir einfach testen wollten, ist, dass wir gesagt haben, schau mal, preislich sind fast alle gleich. Das sind die gleichen Preise, die sind austauschbar und wir genauso. Lasst uns doch mal auf die Frage, was kostet es bei euch und wie lang ist die Vertragsdauer, einfach mal etwas testen. Wir sind sogar in den Preis hochgegangen. Wir haben gesagt, bei uns kostet es 1.100. Und? Aber unsere Vertragsdauer ist nur 3 Monate, nicht 12. Und wir haben das dann getestet. Das ist ja nur eine Idee, eine konzeptionelle, eine strategische Idee. Die haben wir dann eben so umgesetzt. Er hat den kürzesten, 3 Monate Laufzeit, volles Programm. Hol dir den kürzesten Fitnessvertrag nur für die ersten 100 Anmeldungen. Mach mit und gewinne einen knackigen Kurzurlaub unter bababa und sind dann auf eine Landingpage gegangen. Ja, okay, also hier habt ihr gesehen, wie man jetzt das dann auch kreativ umsetzen kann. Also, die Ad-Hoc-Methode, was ich euch heute in diesem kleinen Kurzvideo zeigen wollte, wenn ihr keine Marktforschung betreiben könnt, aus zeitlichen oder auch aus monetären Gründen, dann trommelt dein Team zusammen, das Kundenkontakt hat, stell Fragen, sammelt die Fragen, welche Fragen stellen unsere Kunden, sammelt die, sortiert die, macht Cluster draus, versucht es in Produkt- und Grundfragen aufzuteilen und checkt eure Werbemittel daraufhin ab, online wie offline, ob ihr wirklich die Fragen beantwortet bisher. Vergleicht euch mit den Wettbewerbern und der nächste kreative Schritt ist dann, versucht euch neue Antworten, neue Anstöße auszudenken, um zu einem erfolgreichen Dialog mit euren Bedarfsgruppen zu kommen. Okay, das war's. Das nächste Mal, die nächste Runde machen wir mit den Motiven weiter und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Macht es einfach mal. Es ist wirklich eine ganz, ganz einfache Kiste, aber das, was dabei rauskommt, auch das Zusammenarbeiten dieser heterogenen Teams bei euch im Unternehmen ist in vielen Fällen heilsam und schweißt das ganze Team zusammen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Channel. Danke.